Mit mir ist da der Dirk Reinicke, seit Jahrzehnten, glaube ich, Trainer beim Schwimmverein Limacharks. Und ich möchte ihm ein paar offene Fragen stellen über seine Schwimmer, die gestern mehrere Schweizer Meistertitel gewonnen haben. Lisa Mamier, Julia Ullmann und Yannick Käser. Wenn wir anfangen mit dem Yannick Käser, nur der Trainer weiss in diesen Zeiten, was wirklich los ist mit den Schwimmern, wo sie stehen, wo steht der Yannick? Also zu Yannick muss ich sagen, dass er vor 3 Wochen Corona-positiv war und wir 10 Tage nicht schwimmen konnten und er dann eine Woche hatte, die wirklich schwierig war, wo er nicht belasten konnte und auch nicht sollte. Dafür, dass wir jetzt eigentlich vielleicht 7, 8 Tage mehr oder minder wieder normal trainieren, ist das in Ordnung. Es ist natürlich nicht, was er wollte. Und das ist auch nicht das, was möglich ist, aber unter den Umständen, denke ich, ist das hervorragend. Yannick war Sieger über 200 Brust. Ein überraschender Sieg ist für Julia Ullmann. Sie ist das erste Mal unter der Minute geschwommen über 100 Delfin und hat den ersten Schweizer Meistertitel gewonnen. Etwas zu der Julia vielleicht. Ja, Julia trainiert noch beim Frank in der Juniorengruppe. Sie ist so ein bisschen eine kleine Wundertüte. Sie kam als Brustschwimmerin in die Gruppe, dann ist sie sehr gut in Grau geschwommen ein Jahr lang, letztes Jahr dann in Lagen, jeweils mit Altersklassenrekorden und jetzt ist es Delfin. Man hat im Training erkennen können, dass es dort Fortschritte gegeben hat, aber dass es so gut geht, ist schon erstaunlich. Und sie ist wirklich noch nicht oft 100 Delfin geschwommen und gestern ist sie eigentlich in Rennen geschwommen wie jemand, der das schon 200 Mal gemacht hat. Also wirklich perfekt getimed. Das ist schon erstaunlich, aber sie ist halt noch jung und kann das ganz befreit aufschwimmen. Ich glaube, das ist im Moment ihre große Stärke, dass das funktioniert. Wir freuen uns über den ersten Titel von der Julia. Sicher nicht der erste Titel war es für Lisa Mamier. Sie hat gewonnen, das ist bei ihr schon fast nicht der Rede wert. Allerdings die 2:21.29 sind schon sehr starke Zeit. Was meinst du, Dirk? Lisa ist eigentlich auch nicht wirklich ausgeruht. Die hat letzte Woche noch richtig viel trainiert und auch nicht sehr spezifisch auf Wettkampfleistung hin, sondern mehr Ausdauer. Und für das sind die Ergebnisse fantastisch. Sie hat allerdings auch noch nie, erst gestern war das Double, 200 Brust, 400 Lagen. Sie ist, glaube ich, noch an keiner Schweizer Meisterschaft beide Rennen zusammen gut geschwommen. Und 400 Lagen war Bestzeit. 200 Brust war ganz knapp langsamer als letztes Jahr bei der Kurzbahn-Europameisterschaft. Für den Stand im Moment ist das hervorragend. Ich weiß aber auch, oder wir beide wissen, dass letztes Jahr in der Kurzbahn-Europameisterschaft die 200 Meter nicht das letzte Wort von ihr dazu waren. Und ich glaube, sie ist jetzt tatsächlich auch schon nochmal auf einem besseren, ist jetzt nochmal fitter, als sie damals war. Aber eben für den Zeitpunkt jetzt und für das, was sie trainiert hat und für wie wenig sie ausgeruht hat, ist das hervorragend. Und noch die letzte kurze Frage. Ich weiß, es ist schwierig, in diesen Zeiten zu planen. Hast du so eine oder vielleicht mehrere Pläne im Kopf für Lisa? Jetzt mal kurzfristig, sagen wir mal, noch nicht auf die Olympischen Spiele, aber bis nächsten Frühling. Also wir machen das auf Sicht. Wir müssen gucken, was geht. Auch wie wir trainieren können. Bisher hat das zum Glück hervorragend funktioniert. Also wir können im Moment noch gut trainieren. Ziel ist das einfach weiterzumachen. Und natürlich sind die Langbahnwettkämpfe im nächsten Jahr, so sie denn stattfinden, das Ziel. Da ist es im Moment drauf ausgerichtet und mittelfristig eigentlich das größere Ziel ist tatsächlich schon Paris, dass dort wirklich was passiert. Was immer, das ist noch ein langer Weg natürlich, aber sie hat sicherlich noch Entwicklungsmöglichkeiten, wir sind da noch lange nicht am Anschlag. Vielen Dank, Dirk. Gerne.